Ja, ich wollte halt, sage ich jetzt mal, nicht das Ganze nur theoretisch machen, also das Studium alleine, aber Ausbildung selber war mir auch halt, sage ich jetzt mal, ein bisschen zu wenig einfach und deswegen habe ich mich für das duale System entschieden in Weihenstephan. Mich hat es einfach total angesprochen, dass man eben neben dem Studium eben auch noch mal richtig auf dem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten kann und dann genau weiß, was das bedeutet, auf dem Hof zu arbeiten, obwohl ich vom landwirtschaftlichen Betrieb komme. Es ist so, dass man vor dem Studium, dem eigentlichen schon 15 Monate auf dem landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb ist. In der Zeit lernt man auch seine ganzen Duali-Kollegen, so werden sie genannt, kennen und mit denen gemeinsam kommt man dann zur Hochschule. In der ist man dann das erste, zweite, dritte Semester ganz normal am Studieren. In der vorlesungsfreien Zeit ist man dann noch auf dem Ausbildungsbetrieb oder in der Berufsschule, je nachdem. Das vierte Semester ist dann ganz regulär ein Praxissemester. In diesem Semester schließt man dann seine landwirtschaftliche Lehre ab und hat dann eben seinen Gesellenbrief am Ende. Also ganz viele von meinen Duali-Kollegen sind tatsächlich auf dem landwirtschaftlichen Betrieb tätig, aber es sind auch Tätigkeiten wie in irgendwelchen Technikfirmen, Eco, sag ich nur, oder Horsch oder ja, alles Mögliche oder in der Raiffeisen, im Getreidehandel. Also die Möglichkeiten sind ganz vielfältig. Habe jetzt 3 Semester studiert und bis jetzt gefällt es mir echt gut. Sag mal, die Themen sind ganz interessant, was alles behandelt wird. Also vom Stoffumfang gefällt es mir gut und ja, macht Spaß, sage ich jetzt mal.